Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Du gehst durch die Stadt und deine Finger gleiten, ohne dass du es merkst, über die Luxuskarosse eines Porsche und du denkst so wunderschön, aber irgendwie doch finanziell überhaupt nicht machbar. Ein Luxussportwagen. Und das gibt es auch im Audiobereich. Im Audiobereich gibt es Boutique-Hardware, zum Beispiel den Manutech, ein Equalizer, von dem einige behaupten, er wäre der beste Equalizer der Welt. Wir finden das heute für dich heraus und laden dich dazu ein, dabei zu sein, hier aus dem Storia Mastering Studio. Und das ist Björn vom Storia Mastering. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's. Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Ghosthack.de. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und wir befinden uns hier heute im wunderschönen Storia Mastering Studio neben unserem Freund und auf Einladung von unserem Freund Björn Schlüter. Hallo Björn. Herzlich willkommen, Jonas. Und wir reden heute hier über einen Equalizer. Da wirst du wahrscheinlich jetzt gleich sagen, ja, Equalizer habe ich schon mal gehört, habe ich 27 von in der VST-Liste. Nein, wir reden heute nicht über einen Equalizer, wir reden über den Equalizer, nämlich den Manutech Orca Bay, hier im Rack schon zu finden und hier im Bild für dich auch mal zu sehen. Der Manutech beeindruckt erstmal durch große Knöpfe, aber wird wahrscheinlich auch einen großen Sound liefern. Kannst du mal kurz sagen, wie dein Weg dahin gewesen ist? Weil der Manutech scheint ja nicht in jedem Studio an der Ecke käuflich erwerblich zu sein. Das ist richtig. Wie du schon gesagt hast, es ist ein Boutique-Gerät. Das heißt, dass wir wirklich zu 100% handgefertigt, made in Germany. Manutech, dahinter stecken zwei Audio-Engineers aus Köln, die dieses Gerät nach ihren Wünschen und Vorgaben wirklich auch für sich selber, für den eigenen Gebrauch im täglichen Job als Audio-Engineer entworfen haben. Achso, die haben ein Problem gelöst, was sie selber hatten. Das ist ja oft der Startpunkt für viele Firmen, dass man einfach ein Problem hat, eine Lösung dafür schafft und dann feststellt, dass andere Leute das Problem auch haben an der Stelle. Ne? Ganz genau, die wollten einen Equalizer haben, der genau das macht, was jetzt eben der Orca Bay macht. Und eins kann ich schon mal vorausgreifen oder vorweggreifen, es ist wirklich ein einmaliges Gerät in seiner Arbeitsweise. Okay, klingt vielleicht wie eine Werbebotschaft, aber wir überzeugen uns gleich auf jeden Fall selber davon, wie das gute Gerät ist. Eins noch, man könnte ja jetzt vermuten, angesichts der großen Knöpfe, dass das eher ein Pultec-Klon ist. Aber das wird es ja wahrscheinlich dann nicht sein, weil den hätten sie ja an jeder Ecke kaufen können. Ne? Ganz genau. Die Ähnlichkeiten sind natürlich vorhanden, wie du schon gesagt hast. Mhm. Es sieht ähnlich aus. Und wenn wir uns gleich die einzelnen Knöpfe anschauen, gibt es da auch Überschneidungen. Aber vom Klang und von der Arbeitsweise der Filter in dem Equalizer ist es wirklich ein komplett anderes Gerät. Okay, dann schauen wir uns jetzt einfach mal an und Björn erklärt uns mal, wie die Knöpfe einzeln funktionieren. Los geht's. So Björn, große Knöpfe für große Menschen? Nee, ist ja Quatsch, ne? Aber für großen Sound auf jeden Fall. Kannst du mal erklären, was genau hier am Start ist? Sehr gerne. Also wir haben hier einmal, wenn man das Gerät in zwei Teile teilt, auf der linken Seite zwei Regler, die sich um den Bassbereich bzw. um die tieferen Frequenzen kümmern. Mhm. Und hier auf der rechten Seite dementsprechend zwei Regler, die sich um die höheren Frequenzen bzw. Höhen kümmern. Und auf der rechten Seite noch einen Gain-Regler, der 3 dB in die positive Richtung machen kann. Mhm. Der Bereich ist bewusst rot, weil wir da auch wirklich in die Sättigung gehen. Also okay, unabhängig vom Eingangspegel ist es schon, kriegen wir da sehr, sehr viel Sättigung rein ins Signal. Mhm. Wir können aber auch wirklich 8 dB rausgehen. Und warum das so ist, das hören wir ja gleich, wie viel Power in den Frequenzbändern dann wirklich drinsteckt. Ja. Und dann haben wir unten rechts die drei schönen Lämpchen, nicht LED, sondern richtige echte kleine Lampen, Glühlämpchen. Genau. Einmal hier den Bypass-Schalter. Mhm. Ja, also wenn es ein bisschen heller leuchtet, dann ist das Gerät dementsprechend aktiv, also im Signalweg drin. Okay. Wenn es nicht leuchtet, dann ist es ein sogenannter Hard Bypass, also das Gerät wird komplett außenrum geschleift. Aber ohne, dass man was hört. Du hörst es vielleicht maximal klicken, aber im Sound gibt es keinen Knackser oder sonst was irgendwie beim Umschalten oder so. Das wird ja klar, das ist natürlich blitzsauber. Ja, so minimal wie möglich natürlich. Ja, ja. Ne? Mhm. Wichtig ist ja dabei, gerade im Mastering-Bereich, ich möchte natürlich den Sound des Gerätes an sich auch nicht in der Kette haben, wenn ich das Gerät bewusst deaktiviere. Ja. Deswegen ein Hard Bypass, das Signal wird komplett um die Schaltkreise drumherum geführt. Dann haben wir hier zwei Schalter, Lower und Higher. Also ganz bewusst wird hier auf Frequenzangaben verzichtet. Mhm. Lower schaltet die beiden möglichen Center-Frequenzen für das tiefe Band und Higher zwischen den beiden Center-Frequenzen des hohen Bandes. Wenn es nicht leuchtet, sind wir in der jeweiligen, hier in dem Fall,
höheren Frequenz, das sind so circa 150 Hertz, auf denen wir uns hier bewegen. Wenn ich das drücke, es leuchtet nur, wenn das Gerät auch an ist. Wenn ich drücke, ist die Center-Frequenz hier circa bei 80. Mhm. Und bei Higher, wenn also es ungefähr die Hälfte. Genau. Mhm. Wenn es nicht aktiviert ist, der Schalter, sind wir hier bei 3 Kilohertz. Finde ich ganz interessant. Das ist eine Frequenz, die ich normalerweise niemals reindrehen würde oder selten. Und wenn wir das aktivieren, machen wir einen großen Sprung nach 12. Here I go, here I stay, I hear it call my... Wenn wir hier jetzt mal rüberschauen, die beiden Bereiche, also der tiefe und der hohe Bereich, funktionieren komplett getrennt voneinander. Ich starte mal links mit dem wunderschönen Knopf. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber hallo. Wenn ich da dran drehe. und das ist im Prinzip ein Boost. Also hiermit drehen wir dementsprechend tiefe Frequenzen rein. Mhm. Ja. Und mit dem daneben Attenuation. Die meisten können sich das wahrscheinlich schon denken. Attenuation, also wir nehmen was raus. Und das Prinzip ist hier ähnlich eines Pultex, nicht genau gleich, ähnlich eines Pultex. Das heißt, wir haben in einem etwas höheren Frequenzbereich dementsprechend die Reduzierung hier an der Stelle und dadurch entsteht eine ganz interessante Kurve der Frequenzen, einmal dann so um die 150, 160, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und wenn wir hier im höheren Bassbereich sind, dann können wir hier in den Tiefmitten bei ca. 330 Hertz. Ah. Das ist ein sehr, sehr schöner Bereich. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Bereich, wo man in vielen Signalen viel Gutes bewirken kann, wenn man es absenkt. Genau. Mhm. Der Höhenbereich funktioniert erstmal ähnlich, indem dass wir hier unseren Boost haben mit dem dicken Rädchen, dementsprechend dann um die 3 oder 12. Wir haben allerdings keinen Cut oder kein Attenuation im Höhenbereich, sondern wir haben hier einen sogenannten Fokus-Drehregler. Okay. Und Fokus ist im Prinzip die Breite unseres Bell-Filters. Das heißt, wenn wir bei 0 sind, sind wir sehr, sehr breit. Wenn wir bei 10 sind, sind wir sehr möglichst schmal. Ganz genau. Und das ist schon die ganze Oberfläche. Und du wirst erstaunt sein, was man mit den 4, 5 Reglern und 3 Knöpfen alles so machen kann. Also die Magie findet im Zwischenspiel zwischen den Knöpfen statt. Und das schauen wir uns jetzt mal genau, beziehungsweise das hören wir uns jetzt mal besser genau an. So, jetzt haben wir so viel gehört über den Manultec und jetzt geht's endlich in Medias Res. Ich hoffe, du bist genauso gespannt wie wir. Björn, ich würde sagen, fahr das Band ab. Womit starten wir heute? Wir starten mit Drums. Ja, Drums. Und genau, wir hören immer quasi den AD-DA-Loop, also das läuft einmal durch, ohne dass das Gerät an ist. Gut. Und dann schalten wir hier dementsprechend das Gerät an oder aus, glaub, wie das, eben gezeigt. Das wird wahrscheinlich der spannendste Teil sein, ne? So beim Drehen ist es ja immer so, dass man sich relativ schnell an das gewöhnt, was man hört, aber wenn man dann an- und ausmacht, dann ist es wahrscheinlich doch der Aha-Effekt bei der Geschichte. Genau, so ein kleiner Step hier, sagen wir mal, an den Geräten ist natürlich sehr subtil, aber wenn man dann ein- und ausschaltet, dann hat man natürlich den großen Moment und den großen Unterschied. Dann mega. Auch. Dann lass uns doch mal eben kurz unbearbeitet in die Drums reinhören und dann können wir uns mal kurz damit ein bisschen familiär machen, noch vertraut machen und dann kannst du ja vielleicht mal kurz sagen, wonach du suchen würdest mit dem Manultec bei dem Sound. Vielleicht ist das ja eine gute Idee, dann, wenn du dann drehst, dass die Leute schon okay so eine Vorstellung im Auge haben, im Ohr haben, wonach du wohl suchst mit dem Manultec. Gut. Ja? Okay, hören alles klar. Dann hören wir mal erstmal so rein. Huh. Okay, alles klar. Also schon im Raum aufgenommen, da scheppert schon ein bisschen was irgendwie. Das ist also jetzt kein furztrockenes Schlagzeug. Genau. Okay, was würdest du suchen bei dem Drumset jetzt zum Beispiel? Oder lässt du dich inspirieren? Ja, beides, sowohl als auch. Ne? Ich meine, natürlich ist es ausgelegt eben als sehr, sehr breitbandige, große Badewanne, kann man natürlich sagen. Wir haben ja den tiefen Bereich und den hohen Bereich, wobei der hohe Bereich ja zwischen den eben erklärten Frequenzbereichen natürlich sich megamäßig unterscheidet. Deutlich. Und natürlich mit dem Fokus-Rädchen hier kann man da auch ganz, ganz viel machen. Ja. Ich würde jetzt erstmal klassisch sagen, wir sorgen mal dafür, dass wir die Bassdrum einfach noch ein bisschen fetter kriegen. Mhm. Und ich finde es ein bisschen, die Snare, gerade die Snare und auch der Raum klingt so ein bisschen nasal.
dass wir quasi so ein bisschen diesen etwas quäkigen Bereich in den Hochmitten ein bisschen ausblenden, indem wir da nichts rausnehmen, können wir ja nicht, sondern indem wir drüber in den höheren Frequenzen was reindrehen. Richtig, ich habe nur gerade überlegt, so präzise kann man mit dem Gerät arbeiten, obwohl es so breite Filter. Okay, dann lassen wir uns jetzt mal überraschen und hören einfach mal, was der Manultec kann. Also Drums. Mega. Also ich hoffe, du hast jetzt einen Kopfhörer aufgehabt und hast das auch gehört oder eine gute Abhöre, aber das, also, das ist ja in jedem Belang gefälliger jetzt geworden. Das ganz ist ja genau. Das ist wie im Prinzip als gefühlt, als hätte ich die Bassdrum irgendwie straffer, gleichzeitig aber doch fetter, also voluminöser gemacht, als hätte ich irgendwie dieses Honkige aus der Snare rausgezogen. Genau. Ja, aber auch nur aus der Snare. Genau. Irgendwie. Und irgendwie halt oben richtig schöne, sanfte Höhen, alles so ein bisschen präsenter gemacht. Und das alles mit 4 Reglern und natürlich ganz wichtig, das Ganze sogar noch lautheitstechnisch wirklich angepasst. Irre. Ne? Also man sieht schon, in den Knöpfen, in den Bändern liegt ordentlich Gain. Ne? Wir haben jetzt, sind absolut. Jetzt hier immer noch auf dem halben Regelweg ungefähr und haben ja trotzdem schon satte 2,5 dB wirklich an Gain reingedreht, obwohl wir ja mit dem Attenuation hier auch was rausnehmen dann. Ne? Aber man muss ja dazu sagen, es sieht wirklich beeindruckend aus, wenn man mit Manneskraft die großen Drehräder irgendwie so ein bisschen wie bei Utopia bei diesem Film, so diese riesen Räder bewegt werden irgendwie. Da muss man auch für ins Fitnessstudio, wenn man die regelmäßig bewegen möchte. Hab ich mir fast gedacht. Also den Kurs hast du auf jeden Fall vorher schon absolviert. Ich würde sagen, also Schlagzeug, Disziplin, check. Was machen wir als nächstes? Einen schönen Chor habe ich. Nämlich hab ich von einem der bekanntesten Sängerknaben des Münsterlands. Ja, zumindest. Vom lieben Jonas, genau. Ja. Wir haben dann einen schönen Chor und zwar hast du den schon mal vor einiger Zeit aufgenommen? Genau, kann ich vielleicht dazu sagen, habe ich im Rahmen des Delamar Megastreams gemacht, als ich mit den Kollegen von Delamar, falls du nicht weißt, was das ist, kann ich dir mal einen Link unten in die Videobeschreibung reinpacken. Die Kollegen machen furchtbar tolle Videos, auch zum Thema Recording, Tipps, Gear und so weiter und so fort. Verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung. Und da haben wir eine Kooperation gemacht und es gab einen Song und ich habe den Chor dazu eingesungen. Den habe ich jetzt mal losgelöst, einfach mal mitgebracht. Können wir mal kurz reinhören, wie es unbearbeitet klingt. Genau, ich habe in der Zeit hier das Gerät wieder auf Null gedreht. Vielleicht hast du es auch klacken gehört, weil die Schalter haben ja tolle Geräusche auch. Wir müssen gleich mal vielleicht mit dem Headset mal ein bisschen näher ran an die Knöpfe. Genau, und wir hören uns den Chor auch einmal komplett unbearbeitet. Ist er ja nicht, ne? Da hast du ja schon ordentlich. Er kommt schon aus der DAW, genau. Genau, aber eben ohne Manultec. Ohne. Never. Never break your heart. Schon ganz schön episch, ne? Ja, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also ich schmück mich ja gerne, ungerne mit Federn, die ich nicht vertrage, aber Chorsingen ist so eine Leidenschaft von mir. Da habe ich halt Spaß dran. Irgendwie. Das ist schon ein Ding, das macht wirklich Spaß. Vor allem, wenn das ganze Ding wächst, irgendwie, wenn es dann einfach richtig geil wird. Ja. Aber wonach würdest du jetzt hier suchen? Also ich wäre jetzt für seidige Höhen, obwohl da ja schon eigentlich Höhen drin sind. Genau, also hier werden wir jetzt, bin ich mir sicher,
die wahre oder eine wahre Kunst auch noch vom Manutech hören. Nämlich, dass man erstmal vielleicht nur 2, 3, 4 Steps reindreht bewusst. Mhm. Ja. Ich meine, gerade waren wir ja schon sehr offensichtlich in der, ja, in der Klangverdrehung, in der Klangbearbeitung, ja, auf dem halben Regelweg hier. Ich glaube, in dem Fall werden wir deutlich subtiler sein. Ja. Und am Ende aber trotzdem wird es einen großen Unterschied machen. Wir werden auf jeden Fall mal, habt auf jeden Fall mein Auge hier, wenn ich gleich drehe, auf die beiden Schalter, vor allem auf den rechten, wo ich dann eben die höhere Grenzfrequenz oder die höhere Centerfrequenz dann auswähle. Wie gesagt, wir hatten es ja im Intro schon mal gesagt, aber hier schalte ich ja wirklich zwischen 3 und 12 Kilohertz. Ne? Das ist schon wirklich immens, ja. Das ist immens und vielleicht brauchen wir gar nicht bei 12 Kilohertz so viel Schimmer noch reindrehen, sondern vielleicht können wir eher bei 3 Kilohertz noch ein bisschen was machen. Aber auch da würde ich mich vom Gerät leiten lassen. Wollte gerade sagen, lass dich mal leiten und wir lassen uns überraschen, was dabei rauskommt. Los geht's, Chor. Auf geht's. Never. Never break your heart. Never. Ooh. Never break your heart. Never. Never. Also, Seide wäre ja das... Wäre untertrieben. Ja, ja, aber wirklich. Es ist also nicht, dass die Chöre das nicht schon mitbringen. Man kann ja nichts boosten oder hervorheben, was nicht da wäre irgendwie. Genau. Aber toll. Vor allem, als du untenrum ein bisschen reingedreht hast, habe ich erst gedacht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist irgendwie. Aber eigentlich, nee. Also letzten Endes muss man ja auch sagen, was wir mit dem Gerät ja auch machen, dadurch, dass es sehr breitbandig ist, wir heben natürlich generell Pegel an, ja, ne? Den, ja, wir aber, muss man ja ehrlich sagen, auch hier wieder rausdrehen. Aber trotzdem, es ergibt sich ja dadurch eine neue Frequenzkurve. Ne? Ja. Das ist natürlich jetzt, auch hier wieder sind wir auch wieder bei 12 und 9, also hier bei rund einem Drittel und hier wieder bei der Hälfte, ja, fast. Ja. Ne? Das ist natürlich schon immens, was wir machen, aber auf in dem Fall ja Gruppen oder Stems durchaus genauso zu machen. Legitim, so würde, genau, man ja, ja, würde man ja mit einem Plugin auch arbeiten. Das sind natürlich keine Settings, die man im besten Fall im Mastering einsetzt, natürlich, wenn man jetzt wirklich einen ganzen Mix hat. Aber ja, für Drums oder für einen Chor oder für einen Gitarrenbus, natürlich völlig legitim im Verhältnis. In dem Fall müsste man jetzt schon fast sagen, der Chor klingt ja so wichtig, das könntest du ja so als Chorproduktion, ja, könntest du ja so abgeben ohne Musik, ja, drumherum, ne? Weil alle Frequenzbereiche sind da, es klingt total ausgewogen und am Ende des Tages schaffen wir das mit 2 Bändern, mit einer ganz leichten Attenuation und was ich ganz interessant finde bei dem Höhenband, wir sind da jetzt dann doch bei Higher gelandet am Schluss, also bei der 12 Kilohertz Geschichte und trotzdem ist es ja 12 Kilohertz plus ganz viel außenrum. Ja, ganz genau. Wie hoch, ja, geht denn das? Was würdest du vermuten?
Also wenn man wie breit ist die Glocke? Genau, wenn man den Fokus hier ganz auf 0 stellt, dann haben wir ja das breiteste Band. Mhm. Ne? Das ist tatsächlich ähnlich wie bei einem Pultec, eine der wenigen Sachen, die gleich sind. Ne? Wie wir schon gesagt haben, es ist kein Pultec. Wenn der Fokus auf 0 ist, haben wir das breiteste Band, ja, den breitesten Bell-Filter, sagt man ja dann. Mhm. Und wenn wir auf 10 sind, ist es ganz eng. Und ich denke, dass wir, wenn wir bei 0 sind, dass wir wirklich eine so breite Glocke haben, die auch in der 12 Kilohertz Einstellung definitiv bis in die, naja, sagen wir mal, Übergang Tiefmitten zu Hochmitten Bestand hat und mit Sicherheit auch oben bis an die Hörgrenze beziehungsweise leicht vielleicht auslaufend darüber hinaus stattfinden wird. Und da im Zweifel auch ein bisschen harmonische hinzufügt natürlich, was es auch wahrscheinlich angenehmer macht. Ne? Wie viel fügt das hinzu? Was würdest du vermuten? Es färbt ja nicht. Ne? Es ist ja jetzt nicht irgendwie wie Neve-Preamp, den du ranmachst und sofort sagst, ey, da ist was reingekommen oder so, das Ding. Genau, ne? Färben tut er tatsächlich, wenn wir uns in diesem Bereich hier bewegen, okay, da wo es auch rot wird. Mhm. Das werden wir gleich auf jeden Fall bei den anderen Hörbeispielen noch hören, ja, was dann passiert. Da ist natürlich dann schwierig, da haben wir jetzt keinen Hörvergleich, der dann von der Lautheit angepasst ist in dem Fall. Aber da geht es dann wirklich auch darum, Saturation, Obertöne hinzuzufügen. Ja. Da sind wir wirklich in der Sättigung. Ja. Im Normalfall fügt er schon definitiv harmonische hinzu. Ja. Auf jeden Fall. Also das ist durchaus hörbar, es ist aber trotzdem ein sehr transparenter Sound. Also es sind, wenn wir jetzt über Röhren reden oder so, sind wir ja oft bei ungeraden harmonischen auch. Ne? In dem Fall sind wir da sehr, sehr clean unterwegs. Kommt natürlich ganz stark auch auf den Eingangspegel an. Mit wie viel Pegel wir ihn befeuern. Genau. Ne? Mhm. Genau, ich hatte es, Jonas, ich habe es ja eben gesagt, alle Hörbeispiele sind alle mit dem gleichen maximalen RMS Level, die habe ich eben alle angepasst, damit wir das Gerät immer mit dem gleichen Pegel an RMS in dem Fall dann befeuern. Apropos Pegel. Genau. Lass doch mal ein bisschen Dampf reingeben. Meinst du? Ja, komm, wir machen mal das nächste Hörbeispiel. Das ist ein Beat, den ich gemacht habe mit der Library von den Kollegen von Ghosthack. Ist ja hier ein volles Name-Dropping heute hier, der Mark Ghosthack. Und gleich kommt noch ein bisschen was, aber geschenkt irgendwie. Heute keine Werbung, wir machen einfach nur Spaß mit dem Manultech, worauf ich habe mich schon wirklich lange auf dieses Video gefreut. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Deswegen lass mal den Beat reinfeuern und mal gucken, was das Gerät da so macht. Also genau. auf der ganzen Produktion jetzt in dem Fall, wäre es ja ein Mastering-Fall jetzt. Ne? Das wäre Mastering oder Mixbus-Bearbeitung, je nachdem. So, ja. Genau, und da lasse ich einfach mal laufen, das Ganze, und fang mal direkt an zu drehen, wenn wir den Loop noch gehört haben. Den Loop, den lasse ich, glaube ich, aus, oder? Ah ja, genau. Ich starte aber mal da, wo ein bisschen was schon los ist im Beat. Perfekt.
Also ehrlich gesagt, der Loop klang ja nicht scheiße vorher. Aber, also ich glaube, so, vielleicht verstehe ich so ganz langsam, was beim Mastering noch so passiert, dass man also klar, manchmal muss man auch technische Probleme beheben oder sonst was, aber hier machst du es einfach nur schöner. Und zwar ohne einen Weichzeichner drauf zu machen, sondern es bleibt ja alles präzise und da, wo es ist Ja. irgendwie, aber es ist irgendwie, ja. Wir nehmen das, was gut ist und betonen das Gute und das, was vielleicht nicht so schön ist, stellen wir ein wenig in den Hintergrund. Ne? Und das ist jetzt auch schon wieder mit relativ starken Einstellungen. Ne? Wir sind jetzt auch Ja. schon wieder bei 10, was ist das, 10, 11 hier. Ne? Also das sind auch schon wieder sehr, sehr starke Eingriffe eigentlich, die wir machen. Aber es klingt trotzdem total natürlich. Es klingt nicht bearbeitet, wenn man es jetzt hört, sondern es klingt sehr natürlich. Also man kann wirklich schon sagen, das ist so ein bisschen wie so ein Musikinstrument, ne? Ja, Also die irre. Interaktion der Bänder auch hoch und tief, je nachdem, wie breit man dann hier arbeitet und auch hier dann im negativen Bereich, also was man hier wieder rausdreht Ja, in den ja, tieferen ja. Mitten oder höheren Bässen, das interagiert hier alles miteinander. Und am Ende des Tages ist es dann wirklich so, als wenn ich eine sehr komplexe, aber relativ flache Equalizer-Kurve zeichnen würde, die aber einfach nur mit unserem Gehör zusammenarbeitet. Wahnsinn, ist wirklich. Aber gut, jetzt haben wir den Loop, den habe ich gebaut, ne? Also den habe ich aus Samples zusammengebaut. Da ist jetzt nicht viel gemischt worden, weil die Samples klangen ja von sich aus schon gut. Aber lass doch mal eine echte Produktion jetzt nehmen, ne? Also wir nehmen jetzt von meinem Freund Jan Löchel den letzten Release, den er rausgebracht hat, The Last Song. Ist aber nicht sein letzter Song. Ich kann euch beruhigen. Irgendwie, falls ihr Bock habt, den ganzen Song zu hören, auch da verlinke ich euch hier oben mal in der Ecke oder ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. Und Jan hat wirklich diesen wunderbar tollen Song gemacht, der wirklich eine ganz, ganz tolle, fantastische Klangwelt aufmacht und auch wirklich toll gemischt ist. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie der Manuel Tech da die Perlen noch ein bisschen mehr nach vorne bringt. Du hattest ja auch mal den letzten Song schon gemacht, ne? Habt ihr euch da Ja, abgesprochen? nein, haben wir Nein. uns nicht abgesprochen, aber mein Song ging ja darum, dass es der letzte Song ist, den ich der Covid-Pandemie schreiben wollte. Habe ich auch gemacht. Ich habe seitdem keinen mehr dafür geschrieben. Aber in diesem Fall, ihr könnt ja mal auf den Text hören und wenn ihr den ganzen Song in der vollen Länge hören wollt, wie gesagt, den Link da oben links oder unten in der Videobeschreibung. Also Jan Löchel mit Last Song. Like a worn-out silhouette or a question I don't get. It's coming over me, friend, fool, melody. Hidden under sheets of people I don't meet. They might have heard of me, unsure if they'd agree. This watermark upon my heart for everyone to see. Here I go. Here I stay, I hear it call my name. This brand new song might be the last one I hear before I'm gone. This is my favorite sound I hear when no one is around. Am I too tired to sleep or too sober to believe? Sometimes we just can't help the best version of ourselves. This watermark upon our hearts for everyone to see. Here I go, here I stay, I hear it call my. This brand new song might be the last one I hear before I'm gone. This is my favorite sound I hear when no one is around. Wisdom calls me everywhere I go. I listen to the words. In real life and stereo, the hardest part is letting go. Somebody said a few years ago. Here I go,
here I stay. This brand new song might be the last one I hear before I'm gone. Here I go, here I stay. I hear it call my name. This brand new song might be the last one I hear before I'm gone. This is my favorite sound I hear when no one is around. Tja, wie hast du so schön geschrieben in deinem Insta-Post? Das ist ein Gerät, da wird man traurig, wenn man es ausmacht. Ist auch so, ne? Ja, also wirklich, also es war ja jetzt wirklich jetzt im letzten Beispiel doch deutlich subtiler als in den Beispielen davor. Weil die Basis auch sehr toll ist. Und das ist die ungemasterte Variante noch gewesen. Also der Mix selber war schon toll. Aber für mein Gefühl macht es den Mix dreidimensionaler und insgesamt ist er einfach mehr da. Das ist, also ich habe da auch keine Worte für. Vielleicht hast du im Mastering-Jargon da passende, treffendere Worte. Letzten Endes ist es ja das, was man mit dem Gerät macht. Man darf es natürlich nicht nur aufs Mastering runterbrechen, ne, weil dieses Gerät ist definitiv für alle Bereiche vom Tracking, also Aufnahme. Ich hörte sogar vom Phil, also vom Manutech-Entwickler, dass einige Leute sogar mit diesem Gerät aufnehmen als Preamp, weil der so unendlich viel Gain hat. Vocals oder was? Ja, genau, zum Beispiel. Okay. Also das soll wohl auch möglich sein. Die Geschichten gibt es ja auch mit anderen Geräten, mit Kompressoren oder sowas, dass es da ganz spezielle Klangergebnisse dann gibt. Ja, aber da relativiert sich so ein Anschaffungspreis ja rucki-zucki, wenn du gleichzeitig noch ein Mikrofon-Preamp damit reinkriegst auf höchstem Niveau, dann... Aber definitiv ist das ein tolles Gerät für alle Bereiche in der Musikproduktion. Es gibt eine Firma, wir dürfen ja Markennamen nennen, oder? Ich meine, ja, natürlich. Wir nennen ja eigentlich heute machen, die was ganze, wir wollen, das ist mein Kanal. Wir nennen ja die ganze Zeit nur Markennamen. Ja. Ne? Es gibt ja eine Firma aus Polen, die heißt Bettermaker. Ja, okay. Die haben so mittlerweile der Name sehr ist Programm viele eigentlich, ne? Digital gesteuerte Geräte auch fürs Mastering und fürs Mixing. Und das ist hier aber wirklich ein Bettermaker. Also, ein echter Bettermaker. Genau. Steht nicht nur drauf, sondern macht es auch. Damit wir auch mal, hier ist ja ein deutscher Channel, habe ich gesagt. Ne? Ein deutscher Kanal. ja, ein deutscher Kanal. Es ist wirklich ein Bessermacher. Ja? Ja. Wenn man sich den Namen Equalizer, ja, ein Gleichmacher oder Ausgleicher. Ein Ausgleicher. Mhm. In dem Fall ist es eigentlich die falsche Bezeichnung für das Gerät, weil es ändert sich immer was, selbst wenn wir irgendwie in dem Bereich sind. Also ich habe jetzt ja schon viele Produktionen damit auch gemastert. Mhm. Selbst wenn ich hier unten 1, 2, 3 Klicks und dann mal wirklich natürlich jetzt auch in einer anderen Situation dann wird es ja mit Sicherheit auch noch andere Geräte von mir dann im Spiel sein wie auch immer. Dieses Subtile, was er macht, genau das, was du beschrieben hast, wird alles ein bisschen offener. Und ich glaube, es liegt auch ganz viel daran, wenn man da schon fast ein Fazit sagen kann, dass es letzten Endes auch aufgrund der Bauweise dieses unheimlich hohen Headrooms, was dieses Gerät hat, ist es einfach so, dass die Musik gefühlt einfach nochmal einen halben Meter größer wird, weil es einfach mehr Platz gibt zwischen oben und zwischen Himmel und Erde ist auf einmal noch ein kleines bisschen mehr Luft. Ne? Super. Aber Fazit ist das richtige Wort. Ich glaube, wir gehen mal rüber ins Fazit. Ob der Björn sich den wohl final jetzt auch kauft? Wir erfahren das gleich. Fazit. Was bleibt übrig vom Feste? Ist der Manutech Orca Bay der beste Equalizer der Welt, Björn? Ich würde sagen, der beste ist natürlich sehr subjektiv. Großes Wort. Aber er ist mit Sicherheit bei den besten Equalizern der Welt mit dabei. Also sagen wir mal Top 5 oder Top 3, irgendwie so in der Range auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie du deiner Freundin jetzt noch beibringst, dass du einen neuen Mitbewohner hier im Studio hast. Sie fand den so hübsch vom Aussehen, dass sie direkt gesagt hat, kauf dir den. Und du fandest den auch hübsch, zumindest an den Ohren. Und ich hoffe, du fandest das auch hübsch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du eine eigene Meinung zum Orca Bay hast, dann schreib sie gerne mal unten in die Kommentare, was du gehört hast, was dir am besten gefallen hat. Und dann sehen wir uns die Tage wieder hier, wir beide sowieso hier im Studio und wir hier im Recording-Blog. Und bis dahin wünschen wir dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou.